Hallo, liebe Teilnehmer im Track 2. Wir sind jetzt bei unserer ersten Panel-Discussion und auch letzten Panel-Discussion für den heutigen Tages mit Wolfgang Kurz und drei weiteren tollen Panelists. Wir fangen mal an. Wir starten jetzt in der Panel-Discussion zu dem Thema Hersteller und Managed Service Provider. Ein Herz und eine Seele? Fragezeichen. Mit Diplom-Ingenieur Wolfgang Kurz in der Moderation. Wolfgang hat die Indevis GmbH noch während seines Studiums gegründet, sehr fleißig. Er ist ausgewiesener Experte im Bereich Infrastruktur und Rechenzentrum und verantwortet bis 2019 den technischen Bereich bei Indevis. Seit 2019 liegt sein Hauptfokus als CEO auf der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Dementsprechend sage ich, dass er der perfekte Moderator für unser folgendes Panel mit Bettina, Kurt und Klaus ist. Wolfgang, ich übergebe dir nun die virtuelle Bühne und freue mich sehr auf das folgende Panel. Bis später. So, vielen Dank. Ja, dann habe ich jetzt die Ehre, unsere Teilnehmer vorstellen zu dürfen. Also wir haben zwei Hersteller und Deutschlands größten Telco, die Deutsche Telekom, mit an Bord, worauf wir auch sehr stolz sind. Ich fange mal mit dem einen Hersteller Fortinet an, dürfte bekannt sein aus dem Security-Bereich, vertreten durch die Bettina Torno. Wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren und Bettina hat uns auch ein Statement abgegeben, das ich jetzt mal hier wiedergeben will und dann wird sie sich auch ganz kurz noch selbst vorstellen. In einer sich dauernd ändernden Welt muss auch die Security mithalten können und Managed Services hilft Kunden dabei, die Übersicht zu behalten. Fortinet will dabei die Partner unterstützen. So, Bettina, jetzt sag du doch noch mal was zu dir. Genau, ganz kurz und knapp unser Statement eben auch von unserer Seite. Ja, mein Name ist Bettina Torno. Ich bin zuständig für das ganze Thema Public Cloud und MSSP bei Fortinet. Wenn man im Hintergrund meinen Hund hört, dann entschuldige ich das. Und zwar, genau, mache ich das jetzt seit knapp, ja, etwa seit knapp anderthalb Jahren bei der Fortinet. Und wie gesagt, den Wolfgang kenne ich schon aus vorherigen anderen Themen. Und dabei sehen wir eben auch immer mehr, ja, Zusammenwachsen von Herstellern und Partnern eben um genau dieses Thema Managed Service und da eben auch immer mehr Bedarf. Und deswegen freue ich mich heute, dieses Thema auch mit dir, Wolfgang, und auch den anderen beiden Teilnehmern auch heute durchzusprechen. Super, vielen Dank. Dann darf ich zum Klaus Hessberger kommen von der Deutschen Telekom. Er ist Head of VPN and Enterprise Mobility Services. Sein Statement ist: Netzwerke sind die Pulsadern der Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Wertschöpfung, Geschwindigkeit und damit Wettbewerbsvorteil finden in einer agilen und schlagkräftigen Vernetzung statt. Die Technologie dahinter wird zunehmend austauschbar. Das Rennen wird künftig der machen, der flexibel auf die Kundenwünsche eingehen kann. Und das betrifft dann insbesondere Bezahl- und Preismodelle, was von vielen derzeit noch unterschätzt wird. Klaus, vielleicht magst du noch was zu dir sagen? Ja, danke, Wolfgang. Klaus Hessberger, ich bin von der Ausbildung Wirtschaftsingenieur und schon eine Zeit lang bei der Deutschen Telekom. Davor war ich in verschiedenen Consulting-Unternehmen und bei einem Startup und verantworte jetzt kein Line-Business, keine Tarife, keine Fragen zu Anschlüssen oder ähnliches oder Probleme mit Line, sondern eher Geschäftskunden. Also gerne auch, aber vielleicht außerhalb der Diskussion. Ich verantworte eher das IT-Geschäft produktseitig und bin in der Rolle des MSP für Großkunden. Super, vielen Dank, Klaus. Dann kommen wir zur Firma Extreme Networks. Es ist vertreten durch Kurt Semba, er ist Principal Architect. Und sein Statement ist: Sicherheit und Vertrauen sind ausschlaggebend für die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und dem MSP. Nur so können globale Lösungen auch im lokalen Kontext funktionieren. Schöne Aussage, Kurt. Vielleicht sagst du noch was zu deinem Werdegang. Gerne, hallo zusammen. Ja, ich bin seit 12 Jahren im Unternehmen, erschreckend lang, aber insofern immer noch positiv unterwegs. Ich habe verschiedene Dinge im Laufe der Zeit gemacht. Zurzeit beschäftige ich mich eigentlich mit drei Themen. Das eine ist, und da geht auch mein Statement drauf ein, das ganze Thema Cloud Security, Datensicherheit, Datenschutz, dieses Themenfeld. Das zweite Thema ist allgemein, die Kunden und Partner dabei zu unterstützen, in die neuen Lizenzmodelle zu kommen und uns da Erfolg, wenn möglich, zu machen. Und ich bin dann noch zusätzlich im Office of the CTO. Das ist ein Team bei uns, das sich damit einfach beschäftigt, wohin geht die Reise für uns als Unternehmen und welche Trends dürfen wir nicht verpassen. Ja, das ist so ein bisschen das sind meine Steckenpferde. Ja. Wunderbar, vielen Dank.
Genau, dann hatten wir gedacht, nachdem wir ja jemanden dabei haben, den Klaus, der die Kundenseite, die MSP-Seite und die Herstellerseite sehr, sehr gut kennt, dass er vielleicht mal ein bisschen die Sicht auf die Problematik oder die Sicht auf die Dinge uns ein bisschen näher bringt und wir dann da auch mal die Hersteller befragen können und auch mal, ich kann da auch noch was dazu sagen, weil ich stehe ja als MSSP auch immer irgendwo zwischen den Stühlen, zwischen den Kundenanforderungen und den Herstellermodellen. Mhm. Klaus. Ja, gerne. Ich habe es ja schon in dem Eingangsstatement, was du anmoderiert hast, gesagt. Netze, Sicherheit und Austausch wird zunehmend kritisch für Unternehmen, ist unternehmenskritisch oder auch viele Geschäftsmodelle basieren auf die Netzwerke. Also aus Kundensicht wird das immer wichtiger. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, kann man sich das ja vorstellen wie eine Pyramide. Das eine sind die Hersteller, die sind oben, dann gibt es den Service Provider, der steht dazwischen und am Ende steht der Kunde. So. Und es gibt einige Hersteller, viele Service Provider und noch viele mehr Kunden, die wir erreichen wollen. Wir sehen es als Managed Service Provider oder Managed Security Service Provider immer noch so, dass die Hersteller uns sehen wie ein Lizenzschieber. Also wir sollen die Lizenzen von den Herstellern an die Kunden schieben. Die Kunden oder wir sehen und die Kunden sehen das, ist mehr und mehr als Service. Das heißt, der Hersteller ist aus Kundensicht mehr austauschbar und die Kunden sagen, naja, komm, du managst das alles welcher Hersteller dahinter steht, ist dann einerlei. Und der Kunde sieht es so, dass dass er sagt, okay, ich habe Netzwerke, Umgebungen, Anbindungen, also denkt man nur mal an die Pandemie. Was glaubt ihr, wie viele Kunden mich gefragt haben, ich brauche weniger Homeoffice-Lösungen letztes Jahr? Keiner, genau, danke. Also keiner hat gesagt, er braucht weniger Homeoffice. Also das heißt, da wurden nicht eingestellt, aber auch jetzt Standorte werden neu aufgemacht, werden zusammengelegt, werden vergrößert, kleiner. Also der Kunde fordert die Flexibilität, fordert auf der anderen Seite auch die Flexibilität vom MSP. Und darauf wird zurzeit viel zu wenig eingegangen. Also sei es multimandantenfähige Plattformen, die nicht vorhanden sind, der MSP dazwischen, der es ja eigentlich managt, der wird einfach vergessen. Und was passiert dann? Wir haben ja auch einen Verkaufsprozess. Dann gehen die Vertriebler in die Portale und sagen, okay, dem Kunden ist ja eigentlich egal, er will eine sichere Lösung oder wir sind im Rahmen der Ausschreibung, das ist sowieso meistens offen. Und der wählt dann aus. Und der wählt dann nach Preis aus. Das heißt, wenn wir ein flexibles Preismodell haben, sind wir automatisch erfolgreich, weil das Angebot geht an den Kunden. Und die anderen Angebote, die vielleicht auch in der Preisliste drin sind, von anderen Herstellern, die es komplizierter darstellen, kommen gar nicht zum Kunden. Das heißt, das ist schon mal die erste Hürde. Wenn der Kunde natürlich dann auf einen bestimmten Hersteller besteht, dann wird es kompliziert, dann gehen wir in CapEx-Modelle, dann wird es im Zweifelsfall teurer, wir sind inflexibler wir haben es letztes Jahr gesehen, wir haben dann so mit ICE-Lizenzen gearbeitet, also nicht jetzt irgendwie wie ICE wie 5.5, sondern ICE, also in Case of Emergency-Lizenzen, das heißt, die Hersteller waren gar nicht darauf eingerichtet, die Lizenzen, die gebraucht wurden beim Kunden, jetzt Remote-Nutzer den Zugang zu verschaffen und gar nicht darauf ausgerichtet, darauf einzugehen. Also das, was du hier erzählst, das spiegelt das sehr deutlich auch unsere Erfahrung wider. Jetzt hast du ja ein Statement drinnen, das finde ich jetzt beachtlich, dass du schon so weit gehst und sagst, aufgrund der Lizenzierung, aufgrund der Preismodelle werden gewisse Produkte, gewisse Hersteller gar nicht mehr angeboten. Das heißt, sie kommen gar nicht mehr in den Warenkorb zum Kunden.
das ist ja dann schon nicht mehr nur ein Convenience-Thema, sondern das ist ja ein echter Wettbewerbsnachteil. Bettina, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was dazu sagen. Wie siehst du das und wie begegnet ihr der Sache? Also ich kann ihm nur zustimmen. Wir sehen das auch und das ist ja auch gerade auch der Grund, warum wir bei uns zum Beispiel jetzt auch einen sehr, sehr starken Fokus bei Fortinet darauf gesetzt haben, mehrere Produkte auch in flexibleren Lizenzmodellen anzubieten. Also ist im Endeffekt, was es momentan nicht einfacher macht für den Kunden, das muss man ja auch dazu sagen, weil auch wir als Hersteller sind nicht perfekt, ja, und muss ich ja auch mal so sagen. Und wir haben im Endeffekt so eine Breite jetzt an Lizenzmöglichkeiten für Kunden ja auch, von flexibel bis, also CapEx, OpEx-Modelle, aber wir sehen eben den Trend immer mehr zu diesen flexibleren Modellen, dass das eben entweder von den Partnern nachher selber gemanagt wird, also dass dann eben auf täglicher Usage abgerechnet wird oder monatlicher Usage abgerechnet wird. Ähnlich wie es teilweise in den Cloud-Produkten ja häufig schon über die Marketplaces passieren kann. Und dass sowas wünschen die sich dann eben auch oft im Security-Bereich, dass das eben diese Flexibilität damit einfach gegeben ist. Aber das macht es eben echt nicht einfacher, auch für den Hersteller, weil bestimmte Security-Produkte eben auch ein gewisses Know-how vielleicht noch mit benötigen, auch einen gewissen Umfang benötigen. Ja, der Hund ist dabei heute. Ja. der beschwert sich noch, dass die Mama mal so viel bei Amazon bestellt. Und auch da, also wie gesagt, das sehen wir einfach. Und das wird eben momentan, ist es eben so, dass da viele Modellideen gerade aufkommen. Und wir sehen definitiv die Anfragen natürlich immer mehr. Also wenn es jetzt um Thema IDR oder XDR oder SIEM, auch so eine Produkte werden immer mehr in flexibleren Modellen angefragt. Also nicht nur klassisch irgendwelche Firewall oder Authentifizierungslösungen oder ähnlichem, sondern eben um das ganze Thema auch SIEM oder IDR aufzunehmen. Also auch da sieht man, der ganze Bedarf geht einfach immer dahin, ja. Jetzt haben wir also es ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören. Ich meine, wir sind ja auch bei euch MSSP und haben da auch schon die eine oder andere Hürde genommen, was ich ja sehr begrüße. Wir haben mit der Firma Extreme Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, eine komplette Plattform aufgebaut, die auch hier eine komplett neue Lizenzierung geht. Kurt, vielleicht magst du da mal was dazu sagen, weil da kommen wir ja schon sehr, sehr deutlich in das MSSP-Thema rein und vielleicht auch so ein bisschen Leuchtturm, das Ganze. Absolut, absolut, ja. Also das ganze Thema ist natürlich für uns auch noch neu und mit der Indevis zusammen gehen wir da ganz neue Wege, ja, das muss man einfach so sagen. Aber auch wir möchten natürlich auf dem Spielfeld bleiben, wenn es darum geht, möglichst einfache Modelle anzubieten, damit man da nicht gleich allein wegen den Pricing-Modellen und den Lizenzmodellen rausfliegt. Ja, das ist einfach sehr wichtig für uns. Also insofern versuchen wir da ein neues Modell aufzusetzen. Wir sind allgemein als Firma dabei, unser Lizenzmodell stark zu vereinfachen. Das heißt, wir haben, wer sich ein bisschen mit Extreme auskennt, verschiedene Management-Plattformen. Da gibt es eine On-Prem-Plattform oder zwei On-Prem-Plattformen und eine neue Cloud-Plattform. Und wir versuchen jetzt als erstes erstmal die Lizenzmodelle über diese Plattform hinweg zu vereinheitlichen. Das ist mir der erste Schritt. Und dann in Zusammenarbeit mit dem MSP, mit der Indevis, dahingehend zu sagen, wir nehmen dieses schon relativ überschaubar einfache Lizenzmodell und versuchen das dann noch als Art in einer OPEX-Form umzurechnen und dem Kunden anzubieten. Also sehr einfach und dann auch noch sehr flexibel in der Skalierung nach oben, nach unten. Ja, der Klaus hatte das vorhin angedeutet. Es gibt auch mittlerweile Kunden, die vielleicht Büros zusammenlegen, Büros verkleinern, Arbeitsplätze verkleinern etc. pp. Und dann ist es natürlich eher von Nachteil als Kunde, wenn ich sage, ich bin hier an Vertrag auf 5 Jahre gebunden, ja, wo ich gewisse Lizenzen bezahlen muss, die ich vielleicht dann die nächsten 4, 5 Jahre gar nicht mehr brauche. Das versuchen wir jetzt quasi gemeinsam in einem neuen Modell mit der Indevis hier zu bauen, jetzt, ja. Genau, jetzt würde mich mal interessieren, wie viel Widerstände hat das im Haus gekostet, plötzlich eine Wartung, die ja normal auf 3 Jahre typischerweise gerechnet wird, inklusive der Management-Lizenz, also sprich die Plattform-Lizenz, alles in den Monthly Pay-Per-Use umzubauen. Das, also die Widerstände sind noch da. Also, aber okay. man muss dazu sagen, dass das Top-Management in diese Richtung geht. Und wenn das Top-Management in die Richtung geht, dann wird sich das Unternehmen mehr und mehr in diese Richtung entwickeln. Ja, klar, natürlich, wenn du heute als Hersteller sagst, ich kann einen 3-Jahres-Vertrag upfront abschließen und das Geld upfront bekommen vom Kunden, genau.
ja, dann ist das sicherlich erstmal nicht verkehrt. Ja, wenn ich sage, ich mache quartalsweise, jährlich, dann hat man natürlich die Gefahr, dass das vielleicht nach dem zweiten Jahr nicht mehr passiert. Ja, also insofern, das ist nicht einfach. Das ist bei uns, wird natürlich immer heiß diskutiert, aber das Top-Management sieht den Bedarf, sieht den Markttrend und möchte in die Richtung gehen. Und ja, ich denke mal, da bleibt uns nicht viel anderes übrig. Ja, das geht in die Richtung. Ja, ich denke mal, das ist auch viel, was aus dem Consumer-Business rauskommt. Heutzutage hat jeder sein Netflix, Amazon Prime etc. pp., wo ich hier monatlich konsumiere und auch monatlich wieder abkonsumieren kann, wenn ich das möchte. Und etwas Ähnliches sehen wir jetzt auch in dem Enterprise-Umfeld, ja. Also das heißt im Endeffekt, die Modelle, die gerne gefahren werden, dass ich den CapEx-Deal, also dass ich die Assets komplett an den MSP verkaufe und der soll dann das stückeln, wie er gerne möchte. Ich meine, Klaus, vielleicht hast du da auch eine Meinung dazu. Das war ja gang und gäbe. Also wir haben zum Teil für 3-5 Jahre Equipment bevorratet, wussten gar nicht genau, welche Kapazitäten. Ich meine, was heißt das für den MSP, Klaus, oder für den Service Provider? Ich meine, es ist ja ein unglaubliches Risiko auch. Ja, eben. Also das heißt, wenn wir so CapEx-Modelle, das machen wir ja auch. Ja? Also wir kaufen Software, legen es hin, müssen natürlich kalkulieren, wie viel brauchen wir. Und das skaliert natürlich die Rabatte über Stückzahlen. So, das ist durchaus auch ein Modell. Das macht es aber nicht einfacher. Das macht es auch nicht einfacher für uns. Und wir haben, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wir haben Hersteller, da müssen wir noch kaufen, die Software. Die haben kein anderes Modell. Wir haben in den letzten 3 Jahren mit dem Hersteller nicht einen Neukunden gewonnen. Mit den anderen ist das Geschäft extrem gut gelaufen, aber mit dem haben wir keinen Neukunden gewonnen, weil es nicht funktioniert hat. Wir müssen natürlich irgendwie Risikoaufschläge machen, vielleicht auch eine Verzinsung rechnen. Also das funktioniert nicht wirklich, ja, also nicht wirklich erfolgreich. Und vielleicht noch eins, ich kann da nur appellieren, eher in Subscription, und wenn ihr von einfachen Modellen redet, ja, also ihr seid natürlich ausgenommen, ja, aber die Hersteller an sich, macht es noch einfacher. Das wäre. Und weil jetzt gerade der Andreas Gauger hat heute Morgen in der Keynote über die Automobilindustrie gesprochen. Es gibt so einen heiligen Gral bei der Automobilindustrie, wo viel Geld verdient wird. Das sind die Sonderausstattungen, gerade bei den deutschen Autos. So, ich habe jetzt einen e-tron bekommen und ich kann mit meinem e-tron über die App, kann ich mir eine Einparkhilfe als Abo dazu kaufen. Oder Matrix-LED oder ein Kartenbuch, ne? Kostet jetzt irgendwie monatlich Geld. Das heißt, die Automobilindustrie ist selbst soweit und sagt, wir geben gewisse Modelle wie Sonderausstattung, Tesla macht es natürlich vor, dann tatsächlich irgendwie als Monthly Subscription Fee raus. Und das ist jetzt auch vielleicht so ein Role Model. Mercedes erwartet 1 Milliarde Euro Gewinn bis 2025 aus diesen Upgrades und Updates nur über Software, was dann in dem Auto freigeschaltet wird. Also vielleicht kann man auch da hingehen und sagen, es gibt eine gewisse Basisfunktionalität, die bietet ihr an, und andere Sachen, da gibt es ja auch Upgrade-Möglichkeiten. Aber dass man einfach einsteigt mit einem einfachen Subscription-Modell oder mit einem einfachen Bandbreitenmodell, was sehr einfach auch remote aufgebaut werden kann. Ja, das Thema ist es ist schwierig, den richtigen, perfekten Weg zu finden, weil es den da nicht gibt. Ich verstehe genau, worauf du raus bist. Wir haben aber teilweise Kunden, die sagen, ich will eine Lizenz und damit kann ich alles tun. Ja, und das ist praktisch das Gegenteil von dem, was du erzählst, dass man hat eine Art Basislizenz und kann dann Funktionalitäten aufspielen für extra Geld. Ja, beides hat seine Berechtigung, ja, vielleicht muss man auch beides anbieten, ja, dass man sagt, man hat eine Art Volllizenz, ja, wo ein Kunde sagt, ich will einfach viele Features, die einzelnen Feature und zu unterscheiden ist mir zu komplex, gib mir alles, es kostet einen Preis, oder dass man sagt, man hat einen günstigen Einstieg und kann dann 10, 20, 30 Features oben drauf packen, die man auch monatlich vielleicht wieder wegnehmen kann, ja, das wäre natürlich auch, haben wir heute so noch nicht, wir überlegen gerade also wir haben eine Basis-Feature-Lizenz und dann sind wir gerade dabei, vielleicht ein On-Top-Feature zu entwickeln für
Features, die im Zusammenhang mit Machine Learning, AI stehen, weil da einfach sehr viel Entwicklungsaufwand noch reingeht, dass man da praktisch eine höherwertige Lizenz hat, die man zusätzlich kaufen muss, wenn man das möchte. Ist aber noch nicht so weit. Ja, da gehen wir ein bisschen in die Richtung. Also ich hätte jetzt nur gesagt, es ist ja genau das, wie Kurt, wie du vorhin gesagt hast, ist dieses, dass die Kunden das eben vom Privaten gewöhnt sind. Na, sie holen sich irgendwo eine App und dann können sie immer mehr raufbuchen und machen. Und irgendwo wird das jetzt auch immer mehr dann eben in der Businesswelt eben auch erwartet. Na, also, und ich habe das, also, und gerade, ich glaube, in der Security tun wir uns manchmal ein bisschen schwer damit. Und ich glaube, da nehme ich auch einfach mal die Branche mit rein, dieses flexiblere zu machen. Ich glaube, da tun wir uns einfach mal, und wir werden besser. Na, also wir gehen gerade alle, also viele Hersteller und jetzt, na, also mein Kurt, wir auf jeden Fall, wir gehen in die richtigen Schritte und gehen in die richtige Richtung, aber hinter dem, was zum Beispiel so eine Automobilbranche macht oder auch gewisse andere Branchen, die sind da einfach schon viel, viel weiter in diesen flexibleren Modellen, wie es anbieten kann. Ich glaube, wie gesagt, im Security-Bereich sind wir lange sehr konservativ damit geblieben, weil es teilweise eben auch von den Kunden verlangt wurde, weil eben auch lange Zeit diese gewisse Sicherheit verlangt wurde, ne, mit Renewal und Hardware und wie auch immer. Und jetzt geht das eben immer mehr in diesen flexibleren Bereich, wie ich vorhin eben auch erwähnt habe, auch mit diesem, das ist, wenn dann die Infrastruktur eben auch in Cloud-Bereichen steht, auch da kommt ja die ganze Flexibilität ja mit. Also weil wir auch oft über die Cloud-Instanzen dann diese Flexibilität haben. Und dann muss die Security darauf aufbauen. Jetzt habe ich noch einen ganz spannenden Gedanken. Also Klaus meinte, er schaltet sich jetzt Funktionen in seinem e-tron per Software frei für eine monatliche Gebühr. Jetzt heißt es ja, dass diese ganze Funktionalität schon da ist. Jetzt, was mir bei der Security immer auffällt, ist, wir kaufen immer Geräte, Größenklassen und müssen die dann, wenn wir mehr Leistung brauchen, entsprechend austauschen. Dieser gesamte Shipment-Prozess, dieses Austauschen, dieses On-Prem-Delivery, das ist ein Riesenaufwand, ein extrem teurer Aufwand. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass die Hardware möglicherweise eh mehr kann, ist es denn nicht auch eine absolut konkurrenzfähige Idee oder zukunftsweisende Idee zu sagen, wir haben Zero-Capacity-Boxen oder wir haben Boxen, die erstmal von sich aus nichts können und dann rein über Lizenzen gewisse Funktionalitäten, aber auch Bandbreiten zur Verfügung stellen, sodass dieser On-Prem Austausch, der wirklich einen hohen Kostenblock darstellt, dass der mal ausfällt oder wegfällt? Das finde ich ja super spannend. Also gehen die Überlegungen dahin? Also in so eine White-Label-Box, die dann halt alles kann? Also ich würde, also vielleicht, Kurt, kannst du ja vielleicht auch was zu sagen von der Herstellerseite. Also ich glaube, es geht eher hin, diese Flexibilität, wie Klaus jetzt mit seinem App, also ich kenne es auch von Volvo, also beim Volvo-App kenne ich es zum Beispiel auch, kann ich mir verschiedene Features zubuchen. Aber ich glaube eher, das wird zurzeit bei uns eher im Softwarebereich reinigen, dass wir diese ganzen VM-Lizenzen und diese Geschichten immer mehr Flexibilität anbieten werden, weil das eben auch einfacher, sage ich mal, anzubieten ist und leichter zur Verfügung zu stellen. Wie du eben auch gesagt hast, bei Hardware ist das eben auch ein gewisses Invest. Das ist ein Invest vom Hersteller, das ist ein Invest vom Partner, weil eine Box ja auch irgendwo hergestellt werden muss. Im Endeffekt musst du dann ja eine Box herstellen, die unlimited kann. Also das heißt, alle Features müssen zur Verfügung stehen, die dann eben freigeschaltet werden müssten. Das heißt, das ist eben auch ein Pre-Invest irgendwo von allen Seiten. Ich glaube, dass eben auch, was ist, wenn das nachher dann doch nicht gewünscht ist oder ein Austausch stattfindet, das ist eben bei den Software-Lizenzen dann doch ein bisschen einfacher. Und ich glaube, also was ich zurzeit bei uns sehe, ist, dass wir gerade erst dabei sind, diese ganzen virtuellen Lösungen und SaaS-Applikationen und SaaS-Lösungen eben immer flexibler anzubieten. Und ich glaube, ja, vielleicht kommt der Schritt auch mit der Hardware, aber ich glaube, also ich sehe es momentan noch nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, wir warten auf die Cloud und dort wird dann alles sehr flexibel gelöst. Ja. Ja, ist bei uns eigentlich, kann ich so widerspiegeln, ist bei uns eigentlich genauso. Wir haben, die Hardware ist immer gesized auf das, was sie tun können muss und wir haben keine Hardware, die, also ich nehme jetzt einfach mal einen Switch her, die praktisch unendlich, oder ich sage jetzt mal einen 100-Gigabit-Switch, den du aber softwaretechnisch auch nur mit einem Gigabit betreibst und dann weniger dafür zahlst. Dieses Modell haben wir, also es ist ein interessantes Modell, definitiv, aber das Modell haben wir zurzeit nicht. Was wir teilweise machen, ist, dass wir mittlerweile Switche anbieten, auf denen du eine virtuelle Maschine laufen lassen kannst. Das heißt, du kannst Software, eigene Software oder Software von uns zusätzliche auf der Hardware laufen lassen, weil sie so viel Kapazität hat, wird aber derzeit nicht extra lizenziert. Ja.
Okay, ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung schon mal. Jetzt eine Sache, die mir immer wieder begegnet ist, das ist also auch innerhalb eines einzelnen Herstellers, dass die MSSP-Lizenzierung vollkommen durcheinander läuft, wie Kraut und Rüben. Also es gibt kein stringentes Modell, es ist jede Produktlinie wieder einzeln. Woran liegt denn das? Also das, ich denke, also für ein MSSP ist immer das schönste Modell, man wächst mit seinen Kunden, das heißt, man hat ein Mengengerüst und wenn man die nächste Stufe erreicht, dann sinkt entsprechend der Preis für alle. Das hat auch einen sportlichen Wettbewerb oder dann kommt ein gewisser Ehrgeiz rein, die nächste Stufe auch zu erreichen, also praktisch im MSSP-Modell zu wachsen. Warum sind da die Hersteller so schwer, dass man über alle Produktbereiche das ermöglicht? Also ich kann ja nur von uns sprechen, ich hatte ja vorhin erwähnt, bei uns ist es ja zurzeit auch so, dass wir verschiedenste Modelle dann eben ja auch für bestimmte Produkte haben. Und ich glaube, das liegt zurzeit einfach daran, weil es erst seit knapp einem Jahr bei uns überhaupt in diese flexibleren Modelle gedacht wird. Und wir haben eben dann die verschiedenen Produktmanager, die dann immer mehr Lizenzen machen. Und alle neuen Features und alle neuen Produkte, die jetzt rauskommen, kommen schon mit so flexiblen Lizenzmodellen. Das müssen wir bei den alten Produkten erstmal anreißen und lostreten. Und der nächste Schritt ist, das dann eben zu konsolidieren. Und ich glaube, wie gesagt, dass das jetzt angeboten wird, ist Schritt 1. Schritt 2 ist dann zu gucken, wie konsolidiert man das. Und Schritt 3 wäre dann ähnlich wie Klaus das gesagt hat, dass man dann in dieser Konsolidierung sagen kann, wie will man das nachher zusammenbasteln, wie sehen nachher die Puzzleteile aus, was will ich nachher wie nutzen. Ich will ja dann, oder will ich ein Gesamt-Fortinet-MSSP-Produkt, wo ich nachher alles drin habe und die ganze Lösung, oder will ich nachher, was weiß ich, eine Fortigate-VM und ein SIEM-Produkt nur haben und das reicht mir dann auch. Und da geht dann, glaube ich, das ist so der Endpunkt, wo wir dann sagen, okay, jetzt haben wir ein komplettes, gut funktionierendes, zusammenfassendes Managed-Service-Modell. Ich denke, da muss man jetzt einfach, das wird kommen, aber das braucht eine Zeit, um das jetzt auch zu konsolidieren. Okay, dann sind wir mal gespannt. Klaus, wie nimmst du denn die Verrechnung dieser Modelle wahr zurzeit? Also diese ganze, habt ihr eine Schnittstellenthematik? Kommt ihr mit den Pay-Per-Use-Modellen der Hersteller klar oder ist es ein hoher Aufwand? Na, das ist jetzt das Richtige. Also das eine, das Entscheidende ist natürlich das Preismodell. Und das zweite Entscheidende ist, am besten wäre ein Lizenzserver, der bei uns steht und über alle Kunden dann automatisch dann abrechnet. Das ist aber ein Wunschszenario, da sind wir noch nicht. Und wenn wir da hinkommen, das würde uns das Leben leichter machen. Und nochmal, wir würden das auch viel ganz anders propagieren Richtung Kunden. Der Kunde kriegt ja vom Prinzip ja nichts mit. Den Kunden müssen wir aber auch in irgendeiner Form abrechnen. Das heißt, wir würden das natürlich ein Stück weit spiegeln. Und so ist die... Ist, Seit ihr jetzt, sage ich mal, als Hersteller profitiert davon, von dem Wachstum, was wir quasi für euch generieren. Ja? Das ist wie ein Sparbuch, was von alleine wächst. Ja? Wenn ihr einen guten Job macht, was die Preismodelle angeht, das Produkt muss sowieso stimmen. Also, da reden wir heute nicht drüber. Ja? Aber wenn die Preismodelle stimmen, dann gehen viele Sachen auch schneller. Nämlich die Anfragen, die wir dann kompliziert per Angebot vom Kunden nachfragen müssen. Und viele Sachen passieren in großen Projekten, die dann plötzlich sagen, die ändern sich die Anforderungen während des Projektes. Ja, da haben wir mit Standortanbindungen, dann mit Standort von dritten Standortanbindungen, die müssen auch noch berücksichtigt werden. Und solche Flexibilität, da wären wir viel schneller und würden auch viel schneller dann auch Revenues generieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was mir auch noch am Herzen liegt, also wenn wir schon zwei Hersteller da haben, also wir kämpfen schon sehr stark mit der Abrechnung auch der MSSP-Modelle. Es werden Modelle kreiert, die dann sehr viel manuelle Prozesse beinhalten. Also dass man die einzelnen Assets mit der Hand zuordnen muss oder über Tabellen oder die Verbrauchsdaten aus Servern raus auslesen muss, die keine Schnittstellen haben. Also wir sind schon sehr stark auch damit beschäftigt, hier die Zuordnung zu machen. Und wir kriegen oft auch dann von den Herstellern sehr intransparente Abrechnungen. Die zu rekonstruieren ist schon mal ein sehr hoher Aufwand. Und
Wenn wir das nicht, also wenn wir dann nicht eine Automatisierung herkriegen, dann steigen bei uns dann trotz des flexiblen Preismodells irgendwo die Kosten, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, wie wir es letztlich auf eine Kundenrechnung bringen und wie wir euch vernünftig bezahlen sollen. Also deswegen wäre hier halt auch nochmal so eine Bitte oder eine Anregung auch, überlegt euch doch zu den Modellen auch entsprechende Billing-Plattformen, weil diese Verrechnungs-Billing-Plattform, die ist schon, denke ich, entscheidend auch die Zuordnung, dass wir Kunden hinterlegen können, Kundennummern hinterlegen können in den Portalen, die dann auch mit unseren Systemen matchen und die auch nach Möglichkeit über APIs oder dergleichen abfragbar sind, weil das ist dann der nächste Nightmare, der auf uns zukommt. Wir haben zwar dann sehr flexible Verrechnungsmodelle, aber wir kriegen unsere Mandanten gar nicht mehr auseinander oder wir haben einen wahnsinnig hohen manuellen Aufwand. Also das zeichnet sich bei uns jetzt gerade ab, dass sehr viele Modelle halt zwar jetzt in die Richtung Pay-Per-Use gehen, in die Richtung Consumption-Based Billing, aber hinten raus die Daten, die Metadaten, die dann zur Verrechnung führen, schon extrem fragmentiert sind, nicht benutzbar oder halt von uns mit Übersetzungstabellen dann aufwendig im ERP wieder zusammengestückelt werden müssen. Also das wäre ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Das ist jetzt bei einer Indevis ist es noch überschaubar, aber auch schon gewaltig Aufwand. Ich meine, wenn die Telekom damit anfängt, glaube ich, dann haben wir da ganze Data Scientists sitzen, die diese Sachen wieder zusammenbauen, weil das Volumen einfach noch viel größer wird. Also eben dieser Gedanke Lizenzserver, den fände ich schon super spannend oder ist immer gut, der auch dann, wenn der Kunde eingreift und wenn der Kunde sein Verhalten ändert, sofort das mitkriegt, alles mitschreibt. Weil auch diese Offline-Modelle, dass wir praktisch diesen Konsum dann dort mittracken müssen, ohne dass die Systeme in Verbindung stehen, wird wahrscheinlich auch nur sehr, sehr kurzfristig irgendwie funktionieren. Also das haben wir ja bei der Forti und jetzt, ich weiß nicht, wie es bei Xtreme ist, ob wir in der Plattform, die wir aufgebaut haben mit euch zusammen, ob wir dann ein Billing-Tool drin haben. Ich denke mal eher noch nicht. Also da sprichst du einen tollen Punkt an. Ja. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Und da merkt man auch, dass in so einem Modell, wenn das reibungslos funktionieren soll, wahrscheinlich der MSP und der Hersteller näher zusammenwachsen muss, auch in den einzelnen Prozessen über Schnittstellen. Ja. Und zumindest wir sind da noch nicht so voll automatisch integriert. Das ist definitiv ein spannendes nächstes Projekt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und genau, denkt auch immer dran, was der Klaus gesagt hat, der MSP ist auch in gewisser Weise ein eigener Markt. Er ist nicht nur Konkurrenzmarkt zu dem, was der Kaufkunde macht, sondern es ist ein eigener Markt, den man halt auch aus meiner Sicht durch attraktive Lizenzmodelle, durch attraktive Gestaltung befeuern kann oder man kann ihn abwürgen oder man kann ihn verhindern. Und wenn ich höre, dass die Automobilindustrie innovativ ist, also die Deutsche wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber dass sie vor der IT-Security solche Sachen anbietet, es erstaunt mich eher, also normal hätte ich das jetzt von euch schneller erwartet, da bin ich ganz ehrlich, dass ihr da noch schneller voranschreitet in dieser Transformation weg von dem, wir haben hier eine Bestellung mit X Assets und die werden dann 3 Jahre unter Wartung gesetzt und die müsst ihr in jedem Fall kaufen und vermieten dürft ihr sie auch nicht, weil das sind dann genau die Modelle, die das im Keim ersticken. Also da kommen wir nicht durch die Tür. Gerade wenn wir diese, auch was der Klaus gesagt hat, die schnell wechselnden Kundenanforderungen. Also es ist nicht mehr so, dass diese Projekte heute geplant und für 10 Jahre so bestehen bleiben, sondern es geht halt auch gerade in der Cloud und in der Multicloud und Cloud-Transformation, da geht es oft um Halbjahreslösungen, Jahreslösungen. Also wir sind viel, viel schneller unterwegs. Und auch da denke ich, da lassen wir gerade einfach auch zu viel liegen, was wir mit einer flexibleren und schnelleren Gangart hinkriegen können. Und das also muss man sich mal vorstellen, das nicht, weil die Technologie es nicht kann, sondern weil die Modelle, die Verrechnungsmodelle und Lizenzen fehlen. Das ist ja an sich keine schöne Nachricht. Ja, ich denke, lass uns nächstes Jahr um diese Zeit nochmal darüber sprechen. Und ich glaube, wir sind um einige Schritte weiter. Weil ich glaube auch, und ich glaube, Klaus, du hast es vorhin gesagt, auch mit dem, was im letztes Jahr passiert ist, wo man eben gesehen hat, wie schnell auch dann plötzlich ja einfach auch Firmen reagieren müssen,
auf bestimmte Umwelteinflüsse. Ich glaube, das ist uns einfach letztes Jahr noch viel, viel bewusster geworden in allen Bereichen. Wird einfach hier auch viel passieren. Und wie ich gesagt habe, bei uns ist jetzt innerhalb von einem Jahr extrem viel getan. Also hat sich extrem viel getan in diesem ganzen Managed-Service-Bereich. Wenn ich überlege, wo wir vor einem Jahr standen, jetzt haben wir eben schon ein automatisiertes Tool, was das anzeigt. Man kriegt es, ist eine gewisse Automatisierung da. Es kommen jetzt APIs, um gewisse Anbindungen zu machen. Also auch sowas kommt jetzt relativ schnell. Und ich glaube, weil eben genau dieses Feedback eben von den Partnern und dem Managed-Service-Markt eben kommt und dass die Hersteller da einfach mitziehen müssen und die Ersten, die da mitziehen werden, und wie gesagt, ich glaube auch, wurde ja auch vorhin gesagt, dass die werden da auch einfach guten Marktshare gewinnen. Und die, die noch 2-3 Jahre länger brauchen, die werden das eben auch spüren. Also weil einfach diese Flexibilität vom Markt gewünscht ist. Absolut, absolut. Also ich sehe es auch so. Ein Teilnehmer aus dem Podium meldet sich auch, Herr Stitzel, Simon Stitzel sagt auch, dass sie nur noch, sie sind Host, dass sie nur noch Produkte integrieren, die entsprechende APIs und Modelle anbieten. Auch das kann ich schon fast sagen. Also wenn wir vor ein paar Jahren mehr auf Funktion geschaut haben und überhaupt nicht auf Integration, da sind wir heute auf Integration und flexible Modelle viel stärker angewiesen, weil wir sonst die Geschwindigkeit gar nicht mitgehen können. Ja, also der Bedarf an Schnittstellen in der Plattform, ganz klar, den sehen wir auch. Also mittlerweile jeder größere Kunde oder Partner hat in irgendeiner Art und Weise vor, eine gewisse Automatisierung umzusetzen. Das muss nicht im Billing-Bereich sein, aber gerade im Billing-Bereich, was du ansprichst, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und da haben wir auch noch ein gutes Stück zusammenzuwachsen, ja. Vielleicht, wenn ich einen Wunsch hätte, also vielleicht ist Trust so eine ganz gute Basis. Also sagt ihr, vertraut mal darauf, auf die MSP, probiert es ja auch mal aus, ja. Also es ist ja auch, wie ich sage, könnt ihr ja übernächstes Jahr, wenn wir uns dann nochmal hier sehen, vielleicht wieder zurücknehmen. Aber das glaube ich nicht, ja, weil die Flexibilität ist gefordert und ich weiß ja, viele sind dann irgendwie an der Westküste weit weg und haben dann hier in Europa Organisationen und dann in Deutschland noch. Und das geht dann irgendwie so die Kette durch. Wenn das auch bei euch beschleunigt werden würde, darf das nicht euer Nachteil sein. Guter Punkt, absolut. Vielen Dank, Klaus. Ich denke auch, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Diskussion. Ja, Wolfgang, das stimmt. Ich habe mich auch schon eingeschaltet, ganz frech, weil wir jetzt noch genau 3,5 Minuten haben und ich wollte einfach nochmal dazu stoßen und eigentlich ins Abschlusswort überleiten, Wolfgang. Vielleicht möchtest du noch eine kleine Abschlussrunde machen oder hast noch eine Frage auf der Lippe, die du noch stellen wolltest. Nee, ich fand den Abschluss jetzt auch oder das Statement von Klaus sehr gut. Also ja. ich denke, dieses Thema Trust spielt eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Der MSP ist Partner des Herstellers. Wir müssen partnern. Wir brauchen den Hersteller. Der Hersteller braucht vielleicht auch irgendwann mal uns, weil es einfach ein neuer Markt ist, der entsteht. Und ich denke, wenn wir mehr voneinander lernen oder auch mehr zuhören und uns zusammensetzen und einfach auch althergebrachte Dinge über Bord werfen und neue Wege beschreiten, dann können wir erfolgreich sein. Das denke ich, ist das Credo jetzt. Und wirklich vergesst die alte Welt ein Stück. Ich glaube, alle Geschäfte sind gerade in einer starken Transformation und wir dürfen uns dem einfach nicht verschließen, sonst bleiben wir auf der Strecke oder sonst sind manche Hersteller wirklich irgendwann wie von gestern. Und nachdem ja tolle Technologie am Start ist, wäre es eigentlich schade drum, wenn es am Schluss am Modell liegt, am Verrechnungsmodell.